Dieses Geräusch, das ist bei mir ein Ausdruck der Zufriedenheit. Hallo, sagt der Mann mit dem Bart, der immer so um die Ecke gucken muss, damit er überhaupt mal ins Bild kommt. Und das hier ist heute die Hauptperson. Nein, das ist sie nicht, ne? Aber ich wollte es einfach mal zeigen. Jawohl, der andere Bart, der ist es. Hier haben wir eine Norica Dragon. Ja. Auch wieder so ein Riesenapparat. Ne? Die Spanier nehmen die Sache irgendwie ernst. Ich bin ein großer Freund von Norica inzwischen. Weil ähnlich wie Garmo oder Comet liefern die keinen Müll ab, sondern das ist schon was Feines. Die nehmen die Sache irgendwie noch ernst. Ich lese euch das gute Stück erstmal wieder vor. Da steht 44.1c. Das ist ein Teil der Seriennummer, aber wahrscheinlich werden damit Waffen gekennzeichnet, in welchem Land sie, ne, für welche nationalen Gesetze sie abgestimmt sind. Im Grunde kann man hier auch reindrucken, kastriert, dann weiß jeder, was für Deutschland. Ellenlange Seriennummer, Kaliberangabe, Made in Spain. Jawohl, das ist gut. Obendrauf Norica Dragon. Dragon ist Englisch, das ist ausländisch und heißt Drache. Jawohl, auch Drachen sind nur Geflügel. Und hier haben wir noch einer, was Made for Umarex Germany. Made for Umarex Germany. Na gut, damit ist der Importeur gekennzeichnet. Das ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Ja, wo fange ich denn an? Ich fange erstmal genau. Ich peile mal über Kimmer und Korn, wobei das hier etwas schwieriger werden wird. Warum, verrate ich euch gleich noch. Es passt aber einigermaßen. Das ist schon mal schön. Das ist immer so eine Sache, wenn die die Visiergeschichte schon irgendwie, wie soll ich sagen, ne, weil ich den Kopf so halb im Schaft versenken muss, um überhaupt ranzukommen. Also, hier haben wir einen schwarzen Kunststoffschaft. Hier sind offenbar irgendwelche Schaftschrauben abgedeckt mit irgendeinem komischen Kunststoffdingens. Wir haben hier Griffrubbel an allen Ecken und Enden. Bei Holz würde man sagen Fischhaut, hier sagt man Griffrubbel. Wir haben eine angedeutete Schaftbacke auf beiden Seiten. Also rechts wie links schützen. Wir haben eine Schaftkappe, auf der Norica draufsteht, die, soweit ich das jetzt erkennen kann, gerade ist. Das ist immer interessant für die, die sich dann noch Zwischenstücke reinmachen wollen. Apropos Zwischenstücke, Länge. Ja, das passt. Das passt aber wirklich. Also genau meine Größe, muss ich sagen. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil der Abzug doch ein bisschen weit vorne aussieht, als wenn er im Bügel ein bisschen mehr Platz hätte als nötig, aber da gucken wir mal drüber hinweg. Ja, dann rotieren wir hier einfach mal weiter, nämlich ein eingesetzter und festgeschraubter Abzugsbügel aus Kunststoff, zweiteilig mit einer wunderschönen, mit einem Gussgrat. Apropos Gussgrat, ich meine, guckt euch das hier mal an, im Vergleich zu einigen anderen Luftgewehren in letzter Zeit. Hier ist kaum wahrnehmbar ein Gussgrat drauf. Also hier hatte man noch die Zeit, dass jemand sich hinsetzt und die Grate wegmacht. Na, deswegen sage ich doch, die alten Spanier, das ist aber was ganz anderes als die modernen Chinesen. Abzug, wir haben hier eine Kreuzschraube mit einem Loch, da haben wir auch irgendwas. Was wir nicht haben, ist innen drin, ja, keine Schraube, also da ist nichts verstellbar dran. Dann haben wir hier eine automatische Abzugssicherung. Ich finde, sie ist sehr unangenehm, aber man vergisst sie wenigstens nicht. Das heißt, wenn man hier in den Anschlag geht, dann steht die so ein Stück raus und erinnert einen daran, hallo, du musst doch entsichern. Ein bisschen unangenehm ist, dass ich mit dem Fingerrücken entsichern muss. Da muss man schon ein bisschen drücken. Und ich muss sagen, meine Fingermuskulatur, so geht bei mir sehr viel besser als so. Aber ich will nicht meckern. Ich finde das, ehrlich gesagt, immer noch besser als das hier oben, ne? Wenn man immer da oben ran muss. Weil da muss man wieder aus dem Anschlag gehen und das braucht man hier nicht. So, das war erstmal das. Das ist nass. Da haben wir einen Zielfernrohrstopper, damit Zielfernrohre nicht auf Wanderschaft gehen. Ansonsten wäre am Schaft jetzt nichts Besonderes. Dann haben wir hier das Metallteil. Da ist soweit nichts. Das ist ein Lauf, das überrascht jetzt auch nicht. Dann gucken wir uns erstmal die Kimme an. Kimme. Irgendwie sieht das hier schief aus. Oh, die ist defekt. Die ist ein bisschen defekt. Ich halte es mal in die Kamera. Ne? Da ist irgendwie so ein Kügelchen rausgefluppt. Mich trifft das jetzt nicht so arg, weil ich schieße ja sowieso immer nur mit Zielfernrohr. Ne? Meine armen alten Augen. Schön bedruckt, die Rädchen. Also auch gut erkennbar. An der Seite auch. Und ich denke mal, das kann man hinkriegen hier.
Oh, die Kimme ist weg. Die Kimme ist komplett rausgebrochen hier. Ja, gut. Dann passt das gut zum Korn. Das ist auf dem Transport nämlich auch komplett rausgebrochen. Ich weiß, ihr seid nur eine Kamera, ne? Sonst würde ich euch das Ding auch nicht so unter die Nase halten. Was das Korn angeht, da bin ich mit dem Verkäufer schon einig geworden. Der hat es bezahlt. Hier ist der komplette Ersatzkornträger. Und wenn immer man sich fragt, was kostet denn so Ding, wo kriegt man es überhaupt her? Ja, Waffencenter Gotha, die haben alles. Auch das Ding hatten sie auf Vorrat in der Preisliste. Ich musste die mal fragen. 12,95 €. Das ist okay. Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich die Kimme wieder hinkriege. Weil die ist im Eimer und wenn ich es weiterverkaufe, möchte ich es gerne intakt übergeben. Das wäre schön, auch wenn dann der Nachkäufer auch wieder... ja, doch nur über Zielfernrohr schießt. Ich muss mir das Ding mal in Ruhe angucken. Vielleicht braucht man auch gar nichts neu machen, sondern das ist... Hier sind auch ein paar Styroporflocken reingefluppt. So, und man muss noch dazu sagen, das ist eine Altlast. Das ist vom Vater übrig geblieben, beim Vorverkäufer. Und deswegen hat der sich damit nie so richtig befasst. Also auf den Fotos kann es sogar sein, es ist nicht groß genug, aber es kann sogar sein, dass das Korn schon vorher kaputt war. Dann wird das wahrscheinlich auch für die Kimme gelten. Was das schon? Nein, da war ja noch was mit dem Abzug. So, jetzt muss ich... Ach komm, ich mache erstmal ein bisschen Piff-Paff. Ah, butterweich. Also, wirklich butterweich. Okay, man hört einen Sprungfehler. So be it. Aber hier, ah, der Verschluss. Wie Butter, super, ganz toll. So. Entsichern, mal gucken. Kriege ich das hin? Ich kann nicht entsichern in gespanntem Zustand. Ergo kann man die nicht leer abschlagen. Gut, einfach nett zu wissen. So, und jetzt muss ich mal eben hier einen Diablo einstecken. Der fällt fast rein hier. Flupp, sagt er. Jetzt gucken wir mal an der Seite vorbei. Entsichern. Ja, man hört's, ne? Das ist immer eine Entsicherung, die man wirklich wahrnimmt. Ja, typisch für Langhuber. Ordentlicher Rückschlag. Es passiert was da drin. Und das merkt man denn auch. Ja, was soll ich sagen? Es macht Bautz. Apropos Bautz. Abzug. Ich habe jetzt überhaupt nichts zum Abzug gesagt. Mein Gott, ich werde alt. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil draußen geht gerade die Welt unter. Ne? Wir haben heute so richtig Sturm. Normalerweise wird das hier alles abgefedert in meiner Gegend, aber heute kriegen wir schon ganz schön aufs Haupt hier. Rein da. Diablo fällt rein. Also fällt perfekt rein, aber fällt auch genauso schnell wieder raus. Müssen wir vielleicht wissen. So, entsichern. Abzug. Weiter Vorzug. Wow. Knochentrockener Direktabzug. Abzugsgewicht vollkommen in Ordnung. Kein Kriechen, kein Kratzen, sondern weicher Vorzug und dann auch wirklich Peng. Das ist, man kann es sagen, wie ein knallharter Druckpunkt. Also knallhart bitte nicht falsch verstehen. Ne? Aber es ist schon, es ist kein Matchluftgewehr, aber der völlig in Ordnung. Also Abzug bin ich mit einverstanden. Karte, kommen wir jetzt dazu. Ja. Ne? Muss ich da was zu sagen? Den einen muss man sich wegdenken. Das kann schlicht einfach mal ein Ausreißer, kaputter Diablo, angeeiert, toter Hering, was weiß ich, irgendwas war dabei. Und der Rest sind 10 Schuss, sitzend aufgelegt, 10 Meter. Da kannst du aber nicht meckern. Ich sag, wir reden ja hier von einer Freizeitplempe. Ne? Und dann, hui, sehr in Ordnung. Gut. Ich meine, es sieht nicht schön aus. Also Holzschaft ist immer besser. Ne? Wenn man Holzschaft hat, kostet natürlich auch gleich wieder eine Ecke mehr. Aber Holz ist besser, Holz fasst sich schöner an, Holz sieht besser aus. Das Ding wirkt auf den ersten Blick billig, aber wie ich von den Spaniern weiß, ist es nicht. Und wenn es so schießt, immer gerne. Ja, habe ich ein Fazit? Ich würde sagen, empfehlenswert, auch ohne einstellbaren Abzug. Ich hoffe, irgendwann eines Tages kriegt jemand raus, wie man hier
die automatische Sicherung disabled. Das gilt für sämtliche Luftgewehre. Alle, die eine automatische Sicherung haben, muss man eigentlich so umbauen, dass sie keine automatische Sicherung haben. Ob sie dann eine manuelle Sicherung oder überhaupt keine mehr haben, ist eigentlich völlig egal, für Deutschland zumindest. Wir laufen damit ja nicht rum, sondern wir laden das Ding und schießen dann sofort. Da braucht kein Mensch eine Sicherung. Ihr kennt das ja von mir. Na, ich ziehe da jedes Mal drüber her. Energie. Genau, wir wollen eine Energie gucken. Energie, das ist wie Kastanie. Ne? Na, nicht, dass ich Gustav mit Gastro verwechsle oder sowas. So, wir haben hier eine Norica. Gucken wir doch mal unter N am besten. Norica 5673 Dragon. Werte? Viewshots. Wir haben hier 6,0, 6,4, 6,1, 6,3, 5,9, 6,3, 6,4, 6,3, 6,3, 6,1, 6,2, 5,7, 6,0, 5,5, 5,8, 6,0. Also so um 6,2, sag ich mal, so im Schnitt. Gucken wir uns die Messwerte nochmal an. 20 Schuss wie immer. High 167 Meter pro Sekunde, Low 155 Meter pro Sekunde. Durchschnitt 162 Meter pro Sekunde, Spread 12, Standardabweichung 3. Also Spread 12 ist normal für diese Sorte Gewehr. Und wenn man so schießt, dann ist es auch völlig egal, was das für eine Abweichung ist. Das Ergebnis zählt, wie bei so vielen anderen Sachen im Leben. Habe ich noch mehr dazu zu erzählen hier? Das ist doch das Wichtigste überhaupt. Was auch nicht unwichtig ist, wir haben es hier 22 Grad drin. Das ist immer wieder schön. Ne? Flauschig, mollig. Ja. Hab ich irgendwas vergessen? Nee, ich hab nichts vergessen. Ich gucke nochmal. Hier hinten ist ein bisschen Dreck dran. So. Ja, das kann auch Schraddel sein hier, aber komm, ne? Plastik. Wollen wir nichts zu sagen. Bei dem Preis gucke ich sowieso nicht hin. Ich habe hier auch. Ja doch, wir haben hier ein bisschen Rostpickel, so Flugrost sozusagen dran. Da vorne auch typisches Kleiderschrankgewehr. Aber ich komme bei dem Preis völlig in Ordnung. Habe ich erzählt, was ich bezahlt habe? Ich habe schon wieder vergessen, nur meine Güte. Wartet mal ab, bis ihr so alt und morsch werdet wie ich. Dann werdet ihr auch feststellen, dass vieles nicht mehr so geht wie früher. Denken, grübeln, Norica... Dragon. Eso es una escopeta de aire que se llama Norica Dragon. Como los dragores in las... Ja, jetzt fehlt mir noch ein Wort, ne, um flüssig zu sein. 110 euronische Goldrandtaler habe ich gezahlt. Ich war im Geiste eben noch bei 67. Nein, 110 Euro. Was macht das Ding neu? Kosten bestimmt auch so um die 200. Ich guck's nochmal nach. Es ist immer so eine Sache bei Gerätschaften, die nicht mehr zu kriegen sind. Das hier hat allerdings eine Zulassung von 10/2017. Also es kann nicht älter als 7 Jahre sein eigentlich. Naja, Seriennummer ist da. Wer sich die Zahl... Ach, richtig, ein Spanier. Wir haben eine Seriennummer, die endet auf Strich 05. Ja, unter normalen Bedingungen würde man jetzt sagen Baujahr 05. 2005. Aber eine Zulassung von 2017. Ich habe allerdings schon an anderer Stelle tatsächlich Baujahre gefunden, die vor der Zulassung lagen. Das kann zwei Gründe haben. Entweder das Ding ist 2005 auf Halde produziert worden und lag dann da halt rum, bis es dann irgendwann 2017 nach Deutschland ging. Oder, was eine zweite Möglichkeit ist, dass das Ding unter einem anderen Namen schon mal eine PTB-Zulassung hatte. Die Zulassung bezieht sich ja immer auf das abgegebene Exemplar. Wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Importeur das abgibt und nennt es anders, dann kriegt das Ding eine neue PTB. Es kann also sein, dass die 2017 gar nicht zur 2005 gehören sollte. Ja, und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass diese Nummer gar nicht auf 2005 hinweist. Allerdings, wenn ich natürlich sehe, hier ist eigentlich nichts dran gelasert. Alles ist eingeschlagen, eingehämmert. Dann würde ich sagen, das ist älter. Das ist 2005. Da gehe ich ziemlich schwer von aus, dass das 2005 ist. Die Zulassung wird also, diese Nummer wird nicht zu dieser Flinte passen. Ja, ja, so hole ich noch ein paar Minuten raus. Ne? 14,33 sagt er jetzt. Sehr okay. Wenn ihr eins kriegt zu einem Preis, der auch sehr okay ist, dann unbedingt zuschlagen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Sagt wieder mal der Mann mit den großen orangen Händen.
In einem Forum hat schon jemand gesagt, der Kollege, der immer mit den orangen Händen auf den Gewehren rumtrommelt. Ne? Signature Move. Und der seine Kamera, das darf man auf gar keinen Fall unerwähnt lassen, der seine Kamera ganz alleine ausschalten muss.